schöne Charivaris für die Herren und für die Damen, die Dirndl tragen und haben die Lederhosen. Und dann dazu die von mir selbst gemachten Hutentaschen. Und wenn man natürlich will, ein hübsches Dirndl oder auch Strickjacken. Aber mehr das Traditionelle dann? Mehr das Traditionelle und immer dazu den passenden Schmuck. Und wenn man sie hier nicht findet, findet man sie manchmal auch in... Sie mir auf Trachtenmärkte, hauptsächlich auf Trachtenmärkte. Demnächst am Tegernsee vielleicht? Am Tegernsee, am Schliersee, im Maxlrhein und so weiter. Sagt Ihnen alle bestimmt Google. Cornelia Pikal und habe das Glück, dass ich jedes Jahr hier auf dem Stadtgründungsfest sein darf und man mich auch hier schon kennt, obwohl ich aus dem Schwabenland bin und da das dieses Jahr leider flach gefallen ist. Ne? Aber jetzt ist Glück tipptopp, dass wir hier sein dürfen und sind sehr dankbar. Für den Kunsthandwerkermarkt. Absolut, ja. Der jetzt großes Lob an den Veranstalter. Also der Kunsthandwerkermarkt ist jetzt Donnerstag, Freitag und geplant die nächsten 4 Wochen dann ebenso Donnerstag, Freitag. Es sind dann immer wechselnde Stände, wo man steht dann, oder wechselnde Plätze, oder ist es ein fester Platz? Das ist nicht ganz klar, da lassen wir uns einfach überraschen. Wir sind für alles offen. Okay. Thank you.